Na, klasse. Hat mir Fraps mal wieder kurz vor, also beim Endspurt, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht Fraps, wieder dieser verkackte Soundtreiber. Soundtreiber. Ich sag mal, Glück gehabt, dass die Pumas mich jetzt nicht über den Jordan geworfen haben. Letzte Pumas habe ich ja schon genug getötet. So, was haben wir? Na gut, das gucke ich dann später an. 3 Minuten noch. Endsport. Das ärgert mich, aber dass mir wieder dieser dämliche Soundtreiber da. Also ich muss mal gucken, entweder den Treiber, neuen Treiber installieren oder Windows nochmal neu installieren, weil eigentlich ist es ja der Windows, dieser Audiodienst, der da immer querschlägt. Der da sozusagen ein Querschläger ist. So, na dann, das XP-Event ist dann auch somit in 1 Minute vorbei. Aber ich sag mal, ich werde den Quest hier noch abschließen und dann auch noch anschließend reparieren, verkaufen, dass wir das nicht alles in der neuen damit ich das nicht alles in der neuen Aufnahme machen muss. Mal gucken, den dürfte ich noch mit doppelter Experience-Anzahl besiegen. Den schaffen wir vielleicht auch noch. Ja. Und das dürfte es dann gewesen sein. Ja. Okay, Ladies and Gentlemen. Where XP arrows now are finished. Ich glaube, das war kein so gutes Englisch, aber naja, eher egal. Ich hab gesagt, ich höre nicht auf. Das ist ein Event. Yeah, und auch noch ein Level angespielt. Oh, jetzt haben wir die 15. Ah, noch nicht ganz. Naja, okay, schade, dass das. Aber ich hab vermutet, dass wir auf Level 18, kommen werden. Wenn das XP-Event vorbei ist. War so meine Vermutung. Und da habe ich doch richtig gelegen. Bloß schade, dass es ein paar Mal diese doofe Unterbrechung gab. Ah, da muss ich echt mal das Ganze neu konfigurieren. Ich spüre die Kraft Ruma. So. Ich bin dein Meister! Ja, weiß ich doch. So, wir hatten Morabia Treos Auftrag, wenn mich nicht alles täuscht. Akzeptieren, das kann man ausführen. Abschluss, da kann man auch noch ein bisschen was. So, also jetzt erstmal auf zum Schmied. Energie zu kontrollieren. Das ist wahres Können. So, okay. Was ist das? Zauberstab. 66 bis 70. Na, dann nehmen wir den doch auf alle Fälle mal. Krieger. 11. 13, aber halt mal das hier. Okay. Noch zur Mystikerin. So. Also hast du es doch noch bis hierher geschafft. Mana-Trank. Wird verkauft. Was haben wir hier? Unsichtbarkeitstrank. Der kann ich später
sicher gut zu brauchen. Lebensfiole. Die wird bei einer Item-Option angeboten. Ich hoffe, ihr findet ihr Glück. So, gehen wir mal zum Händler, Verbrauchsgegenstände, um alles zu verkaufen, was ich nicht brauche. Das bedeutet doch nicht, dass du eine Ermäßigung haben willst. Nö, will ich nicht. Ich will ja was verkaufen. So, okay. So, K, die Skills. Hier, Level 18. Hast nicht genügend Geld. 22 Silber brauche ich dafür. Und Blitz, was haben wir hier? Erhöht deine Chance auf einen kritischen Magietreffer. Ach, ich habe überall nicht genügend Geld. Ach, ist das blöd. Geldmangel ist doof. So, was haben wir den hier? Wir haben den Schmied Liast. Und wir haben da generell hier den Stellvertreter Jameson. Na gut, aber für heute Schluss. Denn ich muss ja noch Folgen hochladen. Auch wenn heute bei YouTube nicht gleich heute ist. Ich weiß, manchmal ist das etwas verwirrend, da ich am Voraus nehme. Also dann, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss! Hallihallo, ja, da bin ich auch wieder. Eigentlich hatte ich noch gar nicht vor, wieder eine neue Aufnahme zu starten. Denn ich habe ja noch so viele, ganz, ganz viele Folgen. Ja, und ihr habt sicher gemerkt, dass ich die jetzt einfach etwas schneller laufen lassen habe, damit es einfach ein bisschen peppiger wirkt. Ja, und ich habe jetzt zwischendurch mal unsere ganzen Mails gecheckt. Wir haben da erstmal die Zunge ausringen, Zunge ausschütteln, und jetzt kann ich reden. Ja, also, wir hatten Mails, wo dann geschrieben war, dass unser Handel erfolgreich war, wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja was bei der Option verkauft. Ja, und dadurch haben wir hier eine Menge Geld bekommen, Gold, ist auch egal. Ja, Silber und Bronze, Gold fehlt uns ja noch. So, damit war das auch geklärt. Und wir haben hier sogar noch eine Zuschrift von einem einem, der zuguckt und also der meine Let's Play schaut. Ja, und ich lese dir einfach mal schnell vor. Mach weiter so mit den Let's Plays. Ich gucke deine Videos sehr gerne. Also, weiter so. Und wenn du willst, kann ich dir ja auch mal leveln oder so. Nur wenn du willst. Und wie ich das verstanden habe, in einem Let's Play willst du eine Gilde machen. Wenn du willst, können wir eine machen. MFG. J Black Viper. Ah, alles klar. Ja, gerne. Gerne. Können wir gerne machen. Ja, aber der eigentliche Grund, warum ich jetzt aufnehmen will, ist, da es laut Facebook und den News von 4Story direkt auf der Seite ein XP-Event dieses Wochenende geben soll. Ja, also ich weiß nicht, entweder wollen die wieder mehr Leute auf dem Server haben oder die wollen einfach mal testen, wie viele Leute der Server aushält. Mal gucken, ob das stimmt, aber das letzte hat ja auch gestimmt. So, was wir jetzt aber erhalten haben, wir haben wieder Tränke zurückbekommen. Ja, wir haben schon zweimal versucht zu kaufen. Ja, wahrscheinlich will das in der Item-Auktion, die will wahrscheinlich keiner. Ja, Geld bringen sie uns nicht, die machen verschwenden nur Platz in der Tasche, also weggeworfen. Ciao, Tschüssikowski. So, also, was haben wir denn hier? Einen neuen Quest nehme ich jetzt erstmal an. Items habe ich soweit aufgeräumt. Skills waren ja keine mehr verfügt. Doch. Haha. Stimmt, ich hatte ja jetzt genug Geld. Und jetzt gehe ich mir gleich mal noch eine Zauberschriftrolle in Markut kaufen. Denn ihr seht ja hier 61. So eine Zauberschriftrolle kostet 50. Moment. Nee, ich habe ja gesagt, nur neue Gegenstände will ich dann machen. Alte Gegenstände, weiß ich nicht, ob sich das jetzt so lohnt. Wir gucken mal so ein Char an. Weiß ich jetzt. Weiß ich nicht, ob sich das so unbedingt lohnen würde. Nee, wenn ich jetzt den neuen Gegenstand bekomme. So, was machen wir denn jetzt erstmal? Ah, ich denke mal wieder dem Schmied. Die Götter mögen euch beschützen. Ah, die Götter mögen euch beschützen. Okay. Ich habe noch eine letzte Hoffnung, Mylos. Einer der Soldaten der Moravia-Festung hat beobachtet, dass die Wagen beim Grab des noblen Schwertes im Besitz eines ausgezeichneten Wettsteins sind. Das kann nur meiner sein, Mylos. Ich weiß, ich schicke dich schon wieder in die Gegend herum. Aber du musst den Wagen, den Wettstein unbedingt abnehmen. Klar, machen wir doch. Für dich mache ich doch alles. So, und wo will er uns hinschicken? Müssen wir mal gucken, vielleicht kann ich das gleich irgendwie verbinden. Lass mich in Ruhe!
Geh zu Ophelia in der Moravia-Festung. Ah, nee, kann ich jetzt nicht verbinden. Schade eigentlich. Na gut, macht nichts. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Geld und da kann ich jetzt mal die Portale benutzen. Da muss ich jetzt nicht mehr durch die Gegend reiten. Also ein bisschen schon noch, aber nicht mal ganz so viele. So, ihr seht hier wieder einen Haufen Quests, die wir erfüllen können. Also einen Haufen nicht, ich schätze mal, da mit dem Fragezeichen ist wieder der Aufwest. Oder das ist die Ophelia, weiß ich nicht. Erstmal im Moment interessiert mich das auch nicht so wirklich. Ach, ich wollte doch jetzt noch gar keinen Zauber wirken. Einen Defensivzauber, erstmal wenn ich dann später kämpfe. Naja, ach, so schlimm ist das jetzt auch nicht. So, na dann, na gut, gleich zaubere ich ja sowieso. So, na dann erstmal wieder ab von meinem Ross. Und das werde ich mal gucken, ob das mit dem XP-Event stimmen sollte. Wenn es stimmen sollte, werde ich auf alle Fälle wieder eine Menge spielen. Also eine Menge, sehr viel Zeit. 110 Erfahrungspunkte, ja, stimmt auf alle Fälle. Mein Gott, eigentlich müsste ich Chrono Trigger aufnehmen. Denn ich habe nur noch eine Folge. Und diese Folge, die ich jetzt habe, wird, die ich jetzt noch habe, wird am... Jetzt muss ich gucken. Heute haben wir den 27. Juli. Am 28. Juli auf YouTube erscheinen. Und dann habe ich dort keinerlei Folgen mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, mal gucken, wie ich das mit diesem XP-Event... Ich will da natürlich so viel wie möglich mitnehmen, auf die Reihe kriege. Ich meine, wenn zur Not, muss ich halt... Mache ich dann irgendwie jeden Tag eine 10-Minuten-Aufnahme, Da mehr Chrono Trigger, ist mir dann doch nicht ganz so wichtig wie jetzt For Story. For Story ist ja doch mein Anfangs-Let's Play. Das habe ich ja auch schon gesagt. Aber wie es mit Chrono Trigger weitergeht, werdet ihr jetzt eher sehen, als ich das hier sage, weil diese Folge kommt sehr, sehr viel später. Wann kann ich jetzt absolut nicht sagen, da ich durch die ist ein sehr, sehr beliebtes Wort, habt ihr, glaube ich, schon festgestellt. Dadurch, dass ich das jetzt alles schneller ablaufen lasse, kann ich hier mehr Parts von Traps hintereinander fügen. Und dadurch ist mein gesamtes Folgenkonzept etwas auseinandergeraten. Aber das macht nichts, finde ich. Denn so wirkt es einfach viel peppiger, ist meine Meinung. Also es gefällt mir einfach so, wie das Ganze läuft. Müsst ihr mal sagen, ob euch so das gefällt, dass ich das jetzt schnell laufen habe. Ob es zu schnell ist oder zu langsam. Oh, oh, oh. Oh, was kommt denn jetzt auf mich eingestürmt? Hilfe, 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 Hilfe. Und jetzt schnell weg, schnell weg. Trank. Den kann ich nicht nehmen, wenn ich reite. Oh, oh, oh. Ah, das war mir so klar, verdammt. Verdammte. Mist, verdammte Scheibenkleisterschande. Ach, ich weiß nicht, ob ihr es schon festgestellt habt, aber ich habe mich hier irgendwie immer bemüht, nicht scheiße und sowas zu sagen, aber...